money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Tier der Woche. Offiziell der einzige Streamsender, der das Tier der Woche vorstellt. Jonas, meine Frage an dich. Was wurde dir zu Schulzeiten oder bei deinen Eltern oder sonst wo immer beigebracht, welche Tiere am längsten leben können? Welches Tier? Schildkröten. Welches Tier? Schildkröten, ne? Das ist ja auch so, ich glaube, das ist bei den meisten, würde ich auch sagen, die meisten Leute unter euch würden jetzt auch erstmal intuitiv sagen, es ist bestimmt die Schildkröte. Oder Schildkröten können auch so alt werden. Was wurde dir mal gesagt, wie alt so Schildkröten werden können? Alt, richtig alt, teilweise. Also ja, die werden teilweise richtig alt. So ist es. Habt ihr eine Ahnung, welches Wirbeltier am ältesten werden kann? Es geht hier um Wirbeltiere, das heißt, wir nehmen keine, also beispielsweise der Organismus, der ältest lebende Organismus, das sind Meeresschwämme, die können unfassbar alt werden, aber die nehmen wir hier mal nicht ran. Der Meeresschwamm! Wir nehmen heute Wirbeltiere. Richtig. So, es ist nicht die Garnele, es sind auch nicht Wale, Erdmännchen sind es auch nicht, Löwe, Möwe, Quatsch, das ist Quatsch, Elefanten. So, hier Trizen. Du hast recht. Trizen hatte recht. Es geht nämlich heute um den Grönlandhai. Der Grönlandhai ist heute das Tier der Woche. Und den möchte ich euch einmal ganz kurz gerne in einem kleinen Clip vorstellen. Ich hoffe, es gibt einen. Das ist nicht vorbereitet. Okay. So, dann gucken wir uns einfach mal das hier an. Das wollte ich sehen. Mehr oder weniger zufällig. Auch so leise, ne? Ich habe hier schon Audioverstärker. Forschern aus Neufundland in der kanadischen Arktis diese außergewöhnlichen Videoaufnahmen gelungen. Sie zeigen einen Grönlandhai. Du kannst den Browser an sich lauter machen. Wie soll das denn gehen? So, jetzt. Sehen ist hier schon aus Neufundland in der kanadischen Arktis diese außergewöhnlichen Videoaufnahmen gelungen. Sie zeigen einen Grönlandhai. Zu sehen ist hier nicht etwa eine Zeitlupe. Der Hai bewegt sich tatsächlich so langsam, denn er hat sehr viel Zeit. Grönlandhaie, auch Eishaie genannt, leben in 2 Grad kaltem Wasser. Sie können mindestens 400 Jahre alt werden und damit ein so hohes Alter erreichen wie kein anderes Wirbeltier. Das ist halt einfach absolut crazy. 400 Jahre alt. Stell dir mal vor, du wüsstest, du kannst 400 Jahre alt werden. Du hast ja eine ganz andere... Wir haben jetzt die Gäste auf jeden Fall voll. Wie bitte? Kurzes Tier der Woche nur. Ja. Also ist vorgestellt jetzt so. Das ist ja nicht kurz, also muss man ja nicht viel intensiver machen. Leute, wer weiß noch, wie das Tier hieß gerade? Wer es zuerst reinschreibt, kriegt gleich einen Applaus. 3, 2, 1. Wie hieß das Tier der Woche? Beats 41. Nico. Giraffe. Also, das war Nico? Ja. Okay. Ja, auch mal einen kleinen Applaus. Okay. So. Okay, also wir spielen jetzt das High-Lower-Game. Wir gehen hier nochmal rüber. Die Regeln sind sehr einfach. Man muss mal tippen, ob etwas mehr oder weniger Suchanträge hat. Es steht bereits 2-0 für mich. Das heißt, Jonas kann aktuell nach aktuellem Stand höchstens ein Stechen erreichen, wo er natürlich danach noch gewinnen kann nach dem Stechen. Es gibt nämlich hier jetzt noch das Higher-Lower-Game und anschließend gibt es noch das berühmte Kachelspiel. Das berühmt-berüchtigte. Deswegen also, ja, Higher-Lower-Game. Das kurze Tier der Woche. Ja, das Tier der Woche in kurz. Okay, Leute, ich bin aufgeregt. Higher-Lower-Game. Wer fängt an? Ich würde sagen, ich fange an, weil ich ja... Ja, ah nein, das ist immer leichter anzufangen. Nee, das ist nicht machbar. Weißt du, du kannst auch anfangen. Also. Nur weil du Massi finden liegst. So. Tottenham. Den hatten wir letztes Mal schon. Was sollen wir da machen? Aktualisieren? Die Musik ist ein bisschen laut. Achso. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Dann überspringen wir den einfach, okay? Ja, warum? Wie meinst du das? Warum überspringen? Weil du das ja schon sagtest, wir hatten das beim letzten Mal schon. Ja, aber kannst du dich noch erinnern? Nee. Ja, dann antworte doch was. Ja, aber ich möchte nicht jetzt antworten und sagst du, ich wusste es doch oder so, dass ich wusste, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, aber musst du ja, ich musste hier schon 2 Niederlagen einstecken. Los, nee, was? Wusste ich. Wähl jetzt was aus. Ja, aber danach muss ich ja nochmal, wenn ich recht habe. Weil du dann sagst, das hatten wir letztes Mal schon. Nein, mache ich nicht. Okay. Ich habe halt... Jenny, schön, dass du jetzt seit 2 Monaten dabei bist. Ja. Okay. So aggressiv. Okay, Tim Berners-Lee, ich glaube Haya. Oh Gott, scheiße. Hatten wir es doch beim letzten Mal sogar. Bis wie viel geht's? Bis 3. Also auch wer als erstes 3 hat. Umwelt, Wasserverschmutzung oder Jim Carrey? Ich nehme Haya. Warum soll ich Haya nehmen? Ja, scheiße, 1,5 Millionen. Wembley Stadium, safe lore. Krass. French Bulldog. French Bulldog macht so kompliziert, wenn es nur Bulldogge wäre. 1 Million, krass. Kam zuletzt kein neuer, ne? Glaube ich, dann ist niedriger. Boah. Boah,
krass, hätte ich höher getippt. Das wäre mein Fail gewesen. Marlboro. Tatsächlich Eier. 1:1. Trinkst du noch einen Schluck daraus? 1:1. Nee, da noch nicht. Play again. Chlamydien, Zähne weißer machen ist bestimmt weniger. Das ist easy. Okay. Das war leicht. Krass. Krass, hätte ich aber mehr gedacht. Weniger. Ja, easy wieder. Schwieriges Thema. Oh. 11 Millionen, was? Alter, ist es immer der aktuelle Stand? Restaurant, viele, aber viele suchen noch bestimmt. Oh mein Gott, war klar, Digga. Ah, jetzt müsste aber relativ leicht sein, was dann danach ist. Restaurant, Digga, 45 Millionen. Was denn? Ah. Das heißt, wie steht's? 2:1. Ja. Für dich. 2:2. Was ist das? Jetzt geht's um den entscheidenden Punkt. Nein, das ich kann darf, ich nicht. Ich darf jetzt nicht reinhauen, Alter. Ich darf das jetzt nicht reinhauen. Das kann ich mental nicht durchstehen. Fuck. Okay. Bitte, bitte. Fuck, das ist todesschwer. Ich weiß nicht mehr, was ist Rose Bowl. Oh, Alter, boah, so ein... Oh Gott, das ist ja richtig schwer. Oh, Scheiße. Das ist der bitterste Stream meines Lebens, Leute. Ich war schon einmal, sag schon mal Hallo zum neuen Omi-Mitarbeiter. Ich war schon einmal komplett so viel im Stream, aber das hier ist gerade unangenehmer. Das ist wirklich unangenehmer. Mal gucken. Ja, aber jetzt hat das Kachelspiel, möchte ich nicht mehr spielen, also ist mir scheißegal. Hast du jetzt kaputt gemacht durch dein System. Ich hätte trotzdem Lust, es noch zu spielen, Fall. Gar keine Lust mehr, es zu spielen? Das skippen wir einfach, ist mir egal. Möchtest du nicht machen? Bringt mir ja nichts mehr. Oder ist aber unangenehm, zu unserem Verhalten. Oder es gibt natürlich eine Möglichkeit, wie ich noch mit dem Kachelspiel alles gewinnen kann. Glaube, auch mit deinem Zupfel da oben. Oder es wäre natürlich eine Möglichkeit, dass mit dem Kachelspiel glaube alles umgedreht wird. Glaube ich nicht, dass es möglich ist. Die einzige Sache Leute, ist... Leute, findet ihr, dass mit dem Kachelspiel jetzt noch alles zu drehen sein sollte, weil es sonst einfach super langweilig ist für den Stream? Die einzige Möglichkeit ist, dass du... Du hast die Möglichkeit, dass du auf Ehre ein 3:1 rausholen kannst oder du wirst komplett 4:0 einmal rasiert. Nein, die Leute sind auch dafür. Ja, natürlich sind die dafür, weil die Spannung wollen. Ja. So, wir gönnen uns jetzt erstmal. Erstmal gönnen wir uns jetzt die Werbung hier von Ferdi Fuchs. So. Sind das meine Tasten? Ja. Du bist Linkshänder, ne? Mhm. Okay. Wie kann ich das besser? Ach, Freunde, ich freue mich so. Es geht wieder los mit dem Fußball. Ich wollte mir noch die Highlights vom letzten Mal angucken. Wurde das hochgeladen? Nee, ne? Das Fußballspiel bestimmt. Das Fußballspiel nicht, glaube ich. So, warte mal. Okay. Leute, seid ihr ready? Was tippt ihr? Tipp vorher mal, alle, die das letzte Mal dabei waren, also Jonas und ich, wir battlen uns hier in unseren Streams gegeneinander. Also eigentlich war das nie die Regel, dass wir das tun, aber es ist beim letzten Mal losgegangen eigentlich ganz lustig. Ja. Wir battlen uns in Minigames und am Ende gibt es immer eine Hausparty mit einer kleinen Bestrafung, die man machen muss. Jedes Mal, wenn 100 neue Leute dabei sind, trinken wir ein kleines Schlückchen, so auf entspannter Basis, wisst ihr Bescheid. Hey, Itzmisabel, wenn du diesen Stream gucken kannst, kannst du auch zu Gast sein. Warum, hör mal auf hier zu schreiben oder den Stream anzugucken, wenn du selber, aber ich habe ja schon gehört, du hast gerade keine Zeit. Aber es kommen andere Gäste auf jeden Fall dann vorbei. Wir wissen noch nicht genau. Okay, was hier getippt? Also 5-5, Alter, was ist denn los? 5-0, 1:9, 5-5, 10:0, 100:0 für Ems, das glaube ich auch. Auf Ehre Jonas Wuttke. Leute, auf Ehre Jonas Wuttke. Okay, Dankeschön. Also Play. Ich wähle, ich bin mal England. Ich nehme Brasilien. Brasilien? Okay, bist du bereit? Nee. Es geht direkt los. Bist du ready? Nein. Auf die Plätze. Ich bin der Linke, Leute. Was? Nein! Nein, er war drüber. Was für eine Scheiße. Dankeschön. Oh! Ich wünschte, ich hätte einen ebenbürtigen Gegner. Oh, Scheiße, das war zu Dings. Warum rennst du nicht hinterher? Ich bin hinterher gerade. Das ist aber auch, weil du mit der Einstellung rangehst, dass du nicht gewinnen willst. Dumme Fresse. Mann! Warum ist die Scheiße? Ich bin zuerst gesprungen! Hände an die Tastatur. Halt die Fresse, Hände an die Tastatur! Mann, jetzt... Ha, 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 ha.
Digga, du hast das. Komm schon. Während er das Mikro abhaut, Leute. Komm schon, sei. Ah! Nein, 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 nein. Scheiße, aber er hat einfach einen Ehrenpunkt, Alter. Ehrenpunkt. Warte, ich mach mal gerade Musik parallel an. Nein, Alter, jetzt nicht arrogant werden, Jonas. Nein, ich mach ein Eigentor! Bitte nicht! Mach was! Hilfe! Ah! Oh Gott! Ich kann das nicht. Ich möchte das bitte einfach nicht mehr spielen. Kann es vorbei sein? Das ist so unsachlich, das auszuwählen. Digga, ich krieg diese Scheiße nicht hin. Guck mal, so verteidigt man, das ist doch easy. Komm her, komm, verteidig doch. Nein! Oh, was? Vom Gefühl her würde ich sagen, du steigerst dich. Digga. Wie kann das sein? Du kannst ja den schon vor dem Start. Ich schmeiß hier gleich alles kaputt. Ich bin so aggressiv. Lauf doch! Lauf doch! Du bist vorbei. Vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Was sagt ihr, Leute? Was sagt ihr? Wie läuft's? Was geht ab? Mensch, Obi. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich, das sind wahre Obi-Feelings, die hier langsam schon reinkommen.